Ja, hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier mit einem Replay mal wieder von einem Type, sind scheinbar gerade jetzt Scout-Tage. Von einem Scout, nicht von einem Type, und zwar dem Scout mit Namen Type 64, gespielt von Lely 2000 auf der Karte Ehrenberg und hat hier mit seinem Tier 6 auf jeden Fall ein sehr schönes Matchmaking. Jetzt sind wir mal gespannt, ob er auch genauso schön spielt. Wir schauen uns doch den Type mal in aller Ruhe so ein bisschen genauer an. Also man sieht, die Geschwindigkeit ist sehr flink. Der hat einen schönen Reload, den wir auch gleich sehen mit 2,8 Sekunden in der Aktion. 128 Durchschlag mit Normal und 177 mit Premium. So, gucken wir mal, was er so vorhat. Also er fährt jetzt hier praktisch erstmal scheinbar den Hügel hoch. Und man sieht, da kann man schön rüberwirken, sofern es nach vorne keinen Gegner gibt. Und das ist gerade der Fall. Und jetzt nimmt er direkt den Rudi aufs Korn. Hat weder Tarnnetz noch Optics dabei. Jetzt kriegt er den Rudi. Jetzt ist er aber auch offen, muss er aufpassen. Der Rudi schießt weiter, will halt auf ihn schießen. Aber er lässt sich nicht großartig beirren. Naja. Und geht weiter auf ihn drauf. Ah, jetzt ist da vorne ein Jackson, da muss er wirklich aufpassen. Aber er will den Rudi raushaben. Muss er fast aufpassen, dass er noch genug Schuss hat. Bis jetzt ein bisschen was rausgeholt. Rausgehauen. Alter, mein Deutsch. Seht es mir nach, war ein langer Tag. Bis jetzt hat er ein bisschen was rausgehauen. Allerdings hat 465 Schaden gemacht. Jetzt rushen sie den Rudi aber dann ein bisschen. So, hat einen Strukturpunkt stehen lassen, den macht er aber dann der Teammate. So, jetzt hat der Jackson auch. In der Mitte sind sie schon am Cappen, aber das ist klar im Begegnungsgefecht, dass da irgendeiner steht. Jetzt scheint er auf den Jackson gehen zu wollen. Scheinbar will er ihn jetzt. So, wo geht er auf? Da ist er. So, und jetzt mit Auto-Aim. Zack. Stehen bleiben wäre hier ärgerlich. Jetzt hat er die Arti. Arti hat schon geschossen. Versteckt sie jetzt ein bisschen hinter ihr. So kann keiner auf sie drauf. Und der letzte. Und die Arti ist weg. Aktuell 1161 Schaden. Bei 11 Hits. So, jetzt der PZ. Oh, und da ist wieder der Jackson. Sein fast schon Nemesis. Ah, da kriegt er den Kill leider nicht. So, jetzt aber nochmal den Jackson. Jetzt komm, jetzt mach ihn doch mal. Diesmal den getroffen. Oh, Jackson schießt aber zurück. So, nochmal. Und einen braucht er noch. Nein! Ärgerlich. Unglaublich. Vorher 1 HP, jetzt 8 HP. Da lässt er aber irgendwie immer zu viel stehen. So, jetzt schauen wir mal, ob er ihn jetzt aufkriegt. Mittlerweile stehen schon zwei Gegner im Cap. Steht 7:8. Da hat er jetzt auch noch einen Tock neben sich, den wir da auch bestimmt gleich gehen können. Schöne Damage-Pinata mal nebenbei verschmatzen. Das ist übrigens er, also ich, das ist seine Sicht, so wie er gerade spielt. Also er scheint wirklich immer so nah am Panzer zu fahren. Ja, da muss man, ich glaube, ich wäre zu alt für so eine Fahrweise. Da ist mir ein bisschen zu hektisch. Aber jetzt hat er den Tock. Oh, da ist der Jackson. Nein, ey, das gibt's doch nicht. Mach ihn doch weg. Ja, endlich. Und jetzt in den Jackson Ruhe, den Tock raus. Damage Pinata. Zack. Und jetzt hat er eh gleich nur noch Premium. Ab jetzt schießt er Premium. Braucht sich gar nicht bewegen, meines Erachtens. Ah, doch. Ein bisschen. Jetzt bekommt er hier natürlich... Oh, jetzt zündet den auch noch an und einen Kill kriegt er nicht. Mein Gott, da macht der KV-85. 2400 Schaden schon auf der Uhr. 3 Kills aktuell und mittlerweile 10:9
für sein Team. Also jetzt läuft es dann in seine Richtung. Oh, da ist ein KV2. Oh, oh, oh. Fahr weg, fahr weg, fahr weg. Hinter ihm war KV2, aber da der ELC. Jetzt muss ich hier ein bisschen auf seine Schüsse aufpassen. Zack, jetzt hat er den noch. 4 Kills. Jetzt nimmt er sich den ELC zur Brust, fahrt dem direkt nach. Oh, der ELC hat aber den Braten gerochen. Auf Gott sei Dank hat er da verschossen, der ELC. Und er hat ihn hier klassisch umfahren mit starrem Turm. War auch sehr wichtig, weil der ELC... Uiuiui. 3 Schuss hat er noch. Schafft er noch die 3000 Schaden oder nicht? Sein Krieger, naja, wird knapp. Die sind alle sehr voll, also den wage ich zu bezweifeln. Einfach die 3 Schüsse noch ordentlich platzieren. Und dann war es das auch. Einer. Ne, den ist doch nicht mehr. Da hat er am Anfang einfach auch sehr viel verschossen. So, jetzt ist der KV2 offen. Schade, dass da keiner der Teammates draufschießen kann. Sie sind auch gerade schon am Cappen. Oh, jetzt kommt er. Oh, dann nimmt er ihn raus. Aber konnte wenigstens noch einen setzen. Hat angezeigte 2969 Schaden, aber im Resümee werden wir sehen, über 3000 Schaden gemacht und ein Sieg. 14-11 war eine super schöne Runde, hat er gut gespielt. Der Krieger wäre verdient gewesen, aber es hat nicht sollen sein für den Krieger. Trotzdem Panzerass zur Belohnung und 1549 Basis-XP seht ihr natürlich wie immer jetzt in der Endauswertung. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like, Abo und alles andere noch da. Bis bald, euer Alcaramba.